Eine Möglichkeit, wie wir Zugriff auf die Wallet von Kryptomillionären, teilweise sogar Wahlen bekommen können und einsehen, was sie alles kaufen. Dafür gehen wir einmal auf CoinMarketCap. Theoretisch gesehen können wir uns hier irgendein Projekt aussuchen, was auf Ethereum basiert. Ich drücke dann gerne hier auf die 24 Stunden, um Kryptoprojekte zu finden, welche in den letzten paar Stunden ziemlich volatil sind. Suchen wir uns eins aus, nehmen wir jetzt zum Beispiel Alexa. Hier sehen wir die Ethereum-Adresse. Diese kopieren wir, gehen dann auf Ethereum-Scanner. Hier geben wir diese ein und sobald wir diese eingegeben haben, sehen wir direkt den Token-Tracker und klicken da einmal drauf. Warum ist das so interessant? Grundsätzlich haben wir die Möglichkeit, hier die ganze Portfolio-Bilanz zu tracken bzw. die ganze Wallet und sehen auch die neuesten Aktivitäten und Kryptowale bzw. Leute, welche mehrere Millionen in Kryptowährungen bereits verdient haben, wissen meistens, wo die nächsten Narrative sind und verdienen auch aktiv Geld mit kleineren Kryptoprojekten, welche man so ziemlich schnell findet. Dann gehen wir hier einmal auf Holders und sehen jetzt hier die Top-Holder bei diesem Kryptoprojekt. Grundsätzlich für euch die ersten 10 bis 20 Wallets sind meistens, wie ihr seht, Börsen. Aber es gibt auch ganz viele Privatadressen und hier sehen wir auch das gesamte Value. Hier zum Beispiel eine Adresse. Ob das jetzt direkt eine Wallet ist von einem Kryptowahl, kann man im Endeffekt an der IP-Adresse bzw. an der Wallet-Adresse noch nicht direkt sagen. Aber wir sehen jetzt hier ungefähr eine halbe Million in Vermögen in diesem Kryptoprojekt das sieht doch ganz interessant aus. Dann gehen wir auf Seppa, alle diese Seiten sind in der Videobeschreibung. Copy and Paste. Wir suchen es einmal und sehen dann hier die Wallet von dem Besitzer. In diesem Fall die größte Position, ein weiteres Krypto-Projekt, welches ziemlich unbekannt scheint, ist drinne, genauso wie auch Ethereum oder auch GLQ. Auch interessant ist dann hier die Aktivität. Wir sehen ziemlich aktiv. Erst gestern war die letzte Transaktion und zwar hat man hier gekauft. Theoretisch gesehen könnte man dann sich natürlich dieses Krypto Projekt mal aufschreiben bzw. zurück auf Coinmarketcap gehen und einmal gegenchecken, wie die fundamentale Seite hier aussieht, ob es interessant ist ob man hier vielleicht mit einsteigen möchte. Es ist natürlich trotzdem sehr spekulativ, aber eine sehr interessante Möglichkeit hier frühzeitig möglicherweise Kryptoprojekte zu finden oder auch teilweise nur für kurzfristige Gewinne mitzugehen oder auch nicht. In unserem Beispiel jetzt dieses Kryptoprojekt auf den ersten Blick auch vom Current Supply, Total Supply, vom Value und auch dem Volumen in den letzten 24 Stunden für mich persönlich nicht wirklich so interessant. Wir sehen auch auf keiner größeren Börse gelistet, aber beim Ranking von über 2000 500 ist das auch keine Überraschung. Alle drei Seiten sind in der Videobeschreibung verlinkt. Like dieses Video, abonniere gerne jetzt den Kanal. Ich würde es sehr wertschätzen. Und dieses Beispiel sollte euch einfach mal den Prozess zeigen. Ihr könnt hier natürlich durch verschiedene Wallets euch durchstöbern und findet sicherlich hier sehr interessante Kryptowährungen bzw. auch Käufe. Vor allem bei etwas vom Market Cap her größeren Kryptoprojekten ist es dann auch gerne mal der Fall, dass wir eine Wallet haben, welche mehrere Millionen in einem Kryptoprojekt hat. Und diese dann zu tracken ist sehr interessant. Bis bald.